Heute soll es wieder um ein ätherisches Öl gehen. Wir sprechen heute über die Limette. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und heute sprechen wir über die Limette, speziell gesagt über ihr ätherisches Öl. Und ich habe ja schon ein paar Sachen vorgestellt. Ich werde dir mal den Ordner hier unter dem i verlinken. Da kannst du mal gucken. Und heute geht es wieder um ein stimmungsaufhellendes Öl und um ein angstlösendes Öl. Und das habe ich selber auch schon bemerkt. Wenn ich Stress habe, wenn ich Sorge habe, wenn ich irgendwie schwierige Termine habe, wo ich nicht hin möchte, hat das mir bis dato immer geholfen, so ein bisschen runterzukommen, so ein bisschen mich abzulenken auch, weil es recht kräftig ist und eben gerade besonders bei Depressionen deswegen einsetzbar ist. Nicht falsch verstehen, Depressionen wird es nicht heilen, wenn du selber nicht möchtest, dass dir das Öl hilft, dann wird es dir natürlich auch nicht helfen. Aber wenn du den Willen hast und etwas brauchst, was dir die Stimmung so ein bisschen anhebt, dann kann das Öl eben auch helfen. Ich habe meine Informationen wieder über die Seite ätherischeöle.net. Da bekommt ihr alle Informationen so frei zur Verfügung gestellt. Ich kann es euch einfach echt nur empfehlen. Unten im ersten Kommentar verlinkt findest du die Seite. Und wusstest du zum Beispiel gerade die Leute, die eben ihr Deo selber machen, dass dieses Öl auch antibakteriell wirkt? Ist ja gerade als Deo gar nicht mal so übel und es riecht halt sehr. Ich will jetzt nicht sagen, extrem intensiv ist das bessere Wort. Also man riecht es richtig stark und ich habe es jetzt auch gerade als Inspiration sozusagen in der Duftlampe. Mich erinnert es an irgendwas. Ich kann aber nicht sagen an was. Irgendwas aus meiner Kindheit. Und immer, wenn ich das rieche, denke ich wieder an diese Sache zurück, die ich nicht wahrnehmen kann, wo ich nicht sagen kann, was das ist. Ich habe früher zum Beispiel diese Schokoladenstäbchen gegessen. Es gibt sie immer noch, ich habe sie gesehen. Die sind gefüllt mit so einer Flüssigkeit und ich glaube, da war Limette mit dabei. Bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall liebe ich den Geruch. Ja, es ist einer meiner liebsten Gerüche, kann es aber nicht immer ertragen. Also Limette wird sehr schnell zu stark. Jetzt weißt du natürlich, dass man ätherische Öle auch einnehmen kann. Da musst du auf jeden Fall darauf achten, dass dieses ätherische Öl auch so bezeichnet ist. Gerade, ich habe jetzt hier ein Öl von Tauoasis. Gerade Tauoasis kennzeichnet das. Also die sehen dann anders aus und Primavera macht es auch. Also die sehen dann auch komplett anders aus. Einfach mal in deiner Apotheke nachfragen oder selber bestellen. Also man kann die definitiv selber bestellen. Meine Apotheke hat aber diese Öle und würde sie natürlich auch für mich bestellen. Also kein ätherisches Öl einnehmen, sofern das da nicht draufsteht. Weil Limette ist beispielsweise verdauungsfördernd und kann natürlich auch eingenommen werden. Da auf jeden Fall auch darauf achten, dass du Bioqualität verwendest. Ja, gerade bei ätherischen Ölen, das ist echt wichtig. Es muss einfach, also ich bin da noch nicht so richtig dahinter gestiegen, aber in Deutschland müssen die Hersteller das kennzeichnen. Und was da genau dahinter steckt, kann ich dir an der Stelle nicht sagen. Sofern du mehr Bescheid weißt, kannst du das gerne unten in die Kommentare schreiben. Weil hier dieses Öl von Tauoasis ist eben auch Demeter-Qualität, also eben auch Bio und sehr strenges Bio. Für alle Frauen mit einem Lipödem oder einem Lymphödem ist dieses Öl vielleicht auch nicht schlecht, weil es wirkt Lymphfluss anregend. Es ist ganz wichtig, wenn du ätherische Öle für die Hautpflege verwendest, dass du sie nicht pur anwendest. Das ist ja super hoch konzentriert und kann das Gegenteil bewirken, wenn du das pur aufträgst. Also immer ein Trägeröl verwenden, Jojobaöl, Traubenkernöl. Du kannst es selbst auch mit Kokosöl verwenden, aber beim Kokosöl ist es eben so, das solltest du im Gesicht nicht unbedingt verwenden und manchmal drängt es auch auf der Haut nicht unbedingt. Also von dem her vielleicht ein Jojobaöl kaufen oder ganz simpel einfach in die Küche gehen, ein Speiseöl verwenden und es da ein bisschen reinmachen. Also da halt wirklich auch auf deinen Körper achten und gucken, wie verträgt er das.
Auf fettige Haut kann dieses Öl auch angewendet werden. Habe ich selber jetzt noch nicht probiert, weil ich gerade im Moment kein Aloe-Gel da habe. Das kann man dann in Verbindung mit Sandelholz machen. Das soll auch richtig gut funktionieren. Kann ich so aber nichts dazu sagen, weil ich selbst so noch nicht angewendet habe. Sei dir eins gesagt, kauf dir nicht zu viel ätherische Öle auf einmal, weil die eben auch verderben können. Gleichzeitig wirkt dieses Öl eben auch antiviral. Gerade jetzt, wenn Herbst, Winter anfängt und alle einfach irgendwie krank sind. Und bei mir ist es so, wenn irgendjemand in meiner Nähe krank ist, kann ich mir sicher sein, ich habe es kurz danach auch. Weil abwehrkräftetechnisch ist da mein Körper nicht so safe an der Stelle. Und gerade wenn du zum Beispiel in einem Büro arbeitest, wo mehrere Leute sitzen und du da eine Duftlampe aufstellst und vorsichtshalber gerade zu der Zeit schon solche Öle verwendest wie dieses hier, dann kann das relativ safe sein. Also es ist natürlich keine hundertprozentige Lösung, aber es kann schon richtig gut helfen. Also ich habe die Erfahrung auch eben schon gemacht. Wir sind früher immer hergegangen, als ich noch beim Hörgeräteakustiker gearbeitet habe und haben eben viel auch mit ätherischen Ölen gearbeitet. Und das hat zum einen die Stimmung angeregt, zum anderen eben auch diese Erkältungswelle so ein bisschen abgehalten auch. Also das ist nicht nur so bei Pfefferminz, dass es eben hilft. Gerade so Zitrusdüfte sind eben auch antiviral und das kann man sich einfach zunutze machen. Die Limette oder das Limetten-ätherische Öl wirkt astringierend. Ich habe es ja schon zu Anfang mal gesagt, damit kannst du fettige Partien auf deiner Haut behandeln. Nicht pur anwenden, das ist echt wirklich immer wichtig, besonders im Gesicht, weil du kennst es, wenn du deine Haut austrocknest, die fettet danach viel mehr nach, weil die Haut das einfach ausgleichen möchte auch. Wenn du mal alles außen vor lässt, also sprich diese astringierende Wirkung, diese antibakterielle Wirkung, diese antivirale Wirkung, ganz einfach gesagt, es wirkt stimmungsaufhellend und macht fröhlich. Und das kann ich zu 100% unterschreiben. Und ich habe dir ja auch schon diese Kindheitserinnerung erzählt. Ich kann nur nicht definieren, an was ich da erinnert werde. Ich denke aber sofort an meine Kindheit und bin komplett abgelenkt. Also das ist ja eine richtig gute Angelegenheit dann an der Stelle. Probier es einfach mal aus, geh mal in den Laden, schnuppe mal an so einem Fläschchen, weil es ist immer so, ätherische Öle riechen noch mal viel intensiver als beispielsweise das Produkt an sich selbst. Weil wenn du mal an der Limette riechst, die riecht frisch, die riecht toll. Und das ätherische Öl riecht nochmal viel, 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 viel stärker. Ich melde mich an der Stelle ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Guck nochmal unter das i, da findest du noch weitere ätherische Öle. Und ich würde sagen, du schaust unten mal den ersten Kommentar an, da habe ich ja ein bisschen was verlinkt. Ich sage danke fürs Einschalten. Gib mir einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.